Der Haushalt der Stadt Freiberg für das Jahr 2014 stand als erste Lesung auf der Tagesordnung des Stadtrates. Das erste Ergebnis ist, dass die Finanzlage der Stadt Freiberg stabil ist. Insgesamt belaufen sich die Gesamterträge auf 62,8 Millionen Euro, die Gesamtaufwendungen auf 68,5 Millionen Euro. Ohne die derzeit noch nicht zu berücksichtigen Abschreibungen ist der Haushalt ausgeglichen und weist keine genehmigungspflichtigen Bestandteile auf. Hinsichtlich der vorhandenen liquiden Mittel ist die Stadt Freiberg in der Lage, die beabsichtigten Investitionen 2014 in Höhe von insgesamt 20,7 Millionen Euro ohne zusätzliche Darlehensaufnahmen zu schultern. Bis 2017 plant Finanzbürgermeister Sven Krüger keine weiteren Darlehensaufnahmen. Wer am Sonnabend früh von Sirenen geweckt wurde, staunte nicht schlecht. Zahlreiche Rettungskräfte fuhren zum Freiberger Güterbahnhof. Geübt wurde der Katastropheneinsatz an einem simulierten Zugunfall mit Personenschaden. Aber auch der Umgang mit Chemieunfällen sowie die Höhenrettung wurden geprobt. Dabei ging es nicht zwingend um Schnelligkeit, sondern um den technischen Ablauf. Die Rettungskräfte sollten Routine erlangen im Umgang mit Katastrophen. So lagen Verletzte in den Gängen des Zuges, die Feuerwehr musste einen Zugang schaffen, um den Ärzten die Hilfe der Verletzten zu ermöglichen. Die Mediziner stuften die Verletzten der Priorität der Versorgung ein, sodass der Rang der Bergung als auch die Versorgung von Wunden möglich wurde. Bei der Höhenrettung ging es um das Bergen eines Verletzten aus großer Höhe. Was wie Außerirdische aussah, waren die Spezialisten des chemischen Gefahrenguts. Sie bestimmten die Lösungen, sorgten für eine Beseitigung der Gefahren für Leib und Seele. Die Reinigung der Schutzkleidung ahmte die Nutzung der Dekontaminierungsstrecke nach. Die Übung war ausschließlich für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren und des THW bestimmt. Die medizinischen Kräfte setzten sich aus Notfallärzten, Notfallsanitätern und medizinischem Fachpersonal zusammen. An der jährlichen Katastrophenschutzübung nahmen rund 250 Einsatzkräfte aus dem Landkreis Mittelsachsen teil. Die Gasträume im Schloss Freudenstein erhalten einen neuen Betreiber. Die GSM Gastroservice Mittelsachsen übernimmt die Bewirtschaftung ab 12. Juni. Dabei wird es ein neues Konzept mit dem Schwerpunkt Kaffee geben. Angeboten werden sollen im Schlosscafé Kaffeespezialitäten, Kuchen und kleine Gerichte. Geplant sind 28 Plätze und der Betrieb eines Biergartens. Geöffnet haben soll das Schlosscafé außer montags täglich von 11 bis 18 Uhr. Die GSM veranstaltet bereits die Freiberger Sommernächte und die Eislaufbahn im Hof des Schloss Freudensteins. Michail Lomonossow war der große russische Universalgelehrte unserer Zeit. Ihm zu Ehren eröffnete im Lesesaal der Universitätsbibliothek die Sonderausstellung Lomonossow Universalgelehrter. Die Miniaturausgabe eines nachgebildeten Laborarbeitsplatzes rundet neben zahlreichen Exponaten zu Studium und Forschung zu Lomonossows Zeiten in Freiberg die Ausstellung ab. Begleitet wurde die Eröffnung von einem Vortrag von Professor Naumann und Kollegen aus Zeit Lomonossows. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten der Bibliothek in der Agricola-Straße zu sehen. Ja. Die Freizeitkicker des Hurts Kinderland aus Weißenborn haben die Vorrunde des NRG-Cups gewonnen. Im Finale siegten sie mit 3:2 gegen die Pestalozzi-Grundschule. Der dritte Platz ging an die Freie Gemeinschaftliche Schule Maria Montessori. Mit dem Sieg fährt Weißenborn am 17. Juni zum Finale nach Döbeln. Dort treffen sie auf Mannschaften aus 12 Städten. Erstmalig beteiligten sich 6 Schulmannschaften am Energiecup. Das Fußballturnier richten NBAM und die Stadtwerke zusammen mit dem BSC aus. Die Eröffnung übernahm Freibergs Oberbürgermeister Bernd Erwin Schramm. Das Turnier fand zum zweiten Mal in Freiberg statt. Ja! Und was sind wir? Georgien und Agricola!
Der BSC bleibt das Maß aller Dinge in der Bezirksliga Mitte. Die Spieler von Trainer Steve Dieske gewannen ihr Heimspiel gegen Sebnitz mit 6:1. Weil Tabellenführer Pirna Kobitz zu Hause unentschieden spielte, verkürzte der BSC den Abstand auf einen Punkt und hat alle Chancen auf den direkten Wiederaufstieg in der eigenen Hand. Denn am 31. Mai empfängt der BSC die Mannschaft aus Pirna auf eigenem Platz. Anstoß zum Spitzenspiel ist 15 Uhr auf dem Platz der Einheit.